Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS17 auf der Hermannsegg, meine lieben Freunde. So, ja. Ich hatte ja mit einem aus der Community gespielt. Er hatte hier schon mal angesehen. Ich wollte Gras mähen. Wir machen aber erst die Felder fertig, damit das wachsen kann, während wir die Grasfelder mähen. Da ich heute wieder alleine bin, habe ich gedacht, es gibt das erstmal Sinn, die Felder zu bestellen, als irgendeinen Blödsinn zu machen. So. Ja, wie hat euch das denn gefallen, dass jemand aus der Community da war? Schreibt doch mal in die Kommentare. Wenn ihr auch Bock habt, mitzumachen, unten in der Videobeschreibung, findet ihr den Discord-Link, dort einfach drauf join und einmal im LS-Channel schreiben. Ja, ich habe auch mal Bock. Hallo, Friesi, ich will auch mal gerne mitspielen. Dann werden wir da auf jeden Fall einen Termin finden und werden zusammen aufnehmen. Das mal eben so kurz nebenbei. So, jetzt werden wir hier noch schön die Felder eben schnell ansehen. Er war ja schon so gut wie fertig. Und dann läuft das erstmal, würde ich mal behaupten. Wir haben dann 3 Düngerstufen alles. Wir haben eigentlich dann so soweit alles fertig. Ich glaube, ich muss nicht mehr düngen. Ich schaue aber gleich nochmal nach, wenn ich das Feld hier fertig habe. Ein Feld haben wir noch, das ist noch komplett unbehandelt und das ist die 5. Da müssen wir auch noch was draufhauen. Hat er aber gut und sauber gemacht, der Junge. Hat er echt gut und sauber gemacht. Kann man nicht anders sagen. Ist doch schön. Es ist doch schön. Wie war eure Woche, Leute? Heute ist ja Sonntag. Alles gut bei euch gewesen? Woche gut überstanden? Habt ihr Party gemacht? Wart ihr zu Hause? Habt gechillt? Was habt ihr gemacht? Schreibt doch mal in die Kommentare. Und Hobbys, eure Hobbys. Das würde mich auch mal interessieren, was ihr so für Hobbys habt. Und Haustiere. Wie ihr ja wisst, ich weiß ja nicht, wie viele Leute, abgesehen vom LS, die anderen Videos schauen, wie zum Beispiel Real Life steht. Ich bin ja im Moment noch auf der Suche nach einer Vogelspinne als Haustier. Deswegen frage ich, was ihr so habt. Vielleicht habt ihr auch was Cooles. Oder was heißt was Cooles? Vielleicht mal was Ausgefallenes. Nicht diese Standarddinge, die jeder hat, Hund, Katze, Maus, sondern vielleicht mal, wie ich zum Beispiel, möchte ganz gerne Vogelspinne. Vielleicht hat jemand von euch Schlangen oder Reptilien irgendeiner Art und Weise. Skorpione, Riesen, Tausendfüßler oder so. Mich mal interessieren. Schreibt mal in die Kommentare, meine lieben Freunde. So. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Hinten grasen die Pferde auf dem Feld, auf der Wiese. Richtig Knocke. Machen wir nur gut. Habt ihr vielleicht noch ein paar Mods oder so, die man vielleicht noch gut benutzen könnte? Weil ich glaube, eine Arbeitsbreite oder ein bisschen mehr Arbeitsbreite wäre nicht schlecht, würde ich nochmal behaupten, dass das dann nachher ein bisschen schneller geht. Waschen könnten wir auch mal. Ich denke hier schon mittlerweile die Maschinen. Ach ja, meine Kamera habe ich auch ein bisschen kleiner gemacht.
Ich hoffe, das passt so. So, noch zwei Bahnen, haben wir das Feld auch fertig. Nicht mehr lange, meine lieben Freunde, dann kommt der 19er raus. Ich freue mich ja schon mega drauf, ey. Der 19er wird echt geil. Der 19er wird echt geil. Ich habe auch gleich noch einen Friseurtermin, mir erstmal den Lumpen da auf den Kopf wegrasieren. So, dann haben wir das. Fertig. Fahren wir damit mal eben zum Hof. Bevor wir das aber machen, schauen wir uns mal eben hier die Feld. Ja. Feld 7 ist fertig. Komplett gedüngt. Muss ich mal eben zu der 11 rüber. Mal eben was schauen. Oder hat er da noch gar nicht angesät gehabt? Hätte ich gesagt, der eine Feld wäre fertig oder muss ich das vielleicht noch einmal düngen? Ja. Wachstumsstufe Raps. Hier muss ich einmal mit einem Düngerstreuer rüber. Macht nichts. Fahren wir jetzt mal. Eben runter zu der 5. Ja. Fahren wir schön auf unser Höfchen wieder drauf. Schweine und Kühe haben wir auch erstmal so weit versorgt, wie es ging. So, die 6 war ja auch angesehen mit Weizen, genau. Und hier haben wir noch die 5. Mal schauen. Die 5, die muss auch noch gepflügt werden, ey. Ich hab das Feld, glaube ich, total verpeilt. Ja. Kühlproduktivität 55%. Ja. Besser als gar nichts erstmal. Ein bisschen zu weit, ne? Fahren wir da nochmal eben hin. Wir pflügen das aber nicht selber. Wir lassen dort das Cosplay pflügen. Und wir schnappen uns den anderen Trecker, fahren erst doch nochmal das Mähwerk an den Hof. Und dann düngen wir eben nochmal die Felder, die uns da gefehlt haben. Ich weiß, es ist angesät, macht man nicht. Nützt aber gerade nichts.
klar. Nur mal schon mal, dass der vom Feld runter ist. So. In zwei Vorgewände fahren. So, denn hier fällt 5. Fahrzeugposition. Kurs berechnet. Einen Kurs speichern. Lügen 2,2 Meter. So, jetzt gehen wir schnell hier hin. Ordner erstellen. Feld 5. Ordner verschieben. Feld 5. Hier, zack. Okay. So. Hier lassen wir erstmal hier stehen und holen uns jetzt einen Düngerstreuer. Bisschen geleckt. Oh, da müssen wir Dünger kaufen gehen. Da müssen wir erst Dünger holen. 23 Liter kommen wir nicht weit. So, wird schon mal aufgefüllt. Und direkt Feld 11 hier im Düngen, wo wir gerade schon mal hier sind. Fangen wir direkt schon mal hier an. Eigentlich so aus, als wenn hier schon gedüngt wurde.
müssen hier warten. Er hat hier mit Dünger angesät. Wir müssen auf die erste Wachstumsstufe warten. Scheiße. Na gut. Kann man nichts machen. Ist ja halt so. Aber gut, meine lieben Freunde, wir sind doch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schreibt einen netten Kommentar und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.